Die gefiederten Sänger müssen für den Jeverschen Kiewitmarkt eine kurze Zeit den Schnabel halten. Charlie Sanders, einer von Jevers Nachtwächtern. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und lassen Sie sich verzaubern, lassen Sie sich ein paar Frühlingsgefühle in Ihre Herzen senken. Vielen Dank. Es stöhnen die Lieder, der Frühling kehrt wieder. Es spiele der Hirte auf seiner Schalmei. Das Grüne wird Landschaft das aber die Musiker, aber die Musiker, spielen die Musiker seinen Scherbier. Frau Stolzenbruch, wie viele Menschen haben Sie jetzt hier stehen gehabt und aus wie vielen Chören besteht der Chor? Knapp 100 waren es. Durch Krankheit waren etliche verhindert. Wie viele Chöre waren das jetzt? 7. Eine stattliche Anzahl. Und Sie haben es ja auch geschafft, die Menschen über die goldene Linie ins Jeverland reinzukriegen. Das haben Sie jetzt gesagt. Ich denke, das war kein Problem. Moin, moin. Ich bin Ann-Kathrin Hippler, komme aus Jever und mache zurzeit ein Praktikum bei der Touristinformation. Ich freue mich, an dieser Aktion teilnehmen zu dürfen. Und wir laufen über den Kiewitmarkt. Woher kommst du denn? Aus Jever. Und was hat dich hier so hergezogen auf dem Markt? Was interessiert dich hier so? Karussell. Karussell fahren? Das ist aber schön. Ich bin mit meiner Tochter hier, weil ich gedacht habe, das ist mal ganz schön, hier eine Pommes essen zu gehen und Karussell zu fahren. Also mal einen richtig schönen Familientag. Ja. Ich glaube, das wird auch richtig spannend. Was führt euch so nach Jever, so Kiewitmarkt? Wir haben jetzt gerade schon Pilze gegessen. Ein paar Bekannte trifft, ob man schlabern kann. Ja, schön Cappuccino irgendwo trinken, ne? Vom Jeverschen Wochenblatt. Ach! Ja, ja. Okay, anfangen soll ich. Okay. Ich bin der Toddy hier und ich mache für die kleinen Jeveraner Luftballons. Ein Dackel! Abracadabra! Weg! Schön. Jeder Löwe hat ein Auge. Nein! Zwei! Zwei Augen, alles klar. Zwei Augen. Und zwei Nasen. Nein! Eine! Eine Nase, eine Nase. Eine. Das ist mein liebster Opa. Hühner! Hast du meint, ich schlug und du wirst allein. Und doch hab ich all die Trunken in den Ohren sehen. Und die Wind singt sie leid. Adios, Schlappaloma. Mein neuer Freund, gehst du nur noch an Land? In harte Fuhr vor ins Mann. Wimkes, ich habe mal eine Frage. Was ist der Sinn dieser Fahrradnummer? Warum wird die hier eingraviert? Der Sinn und Zweck sind zwei verschiedene Sachen. Zum einen, falls also dieses Fahrrad gestohlen wird, dass man sofort erkennt, aha, wem gehört dieses Fahrrad. Zweite wäre, diese Nummer, falls also irgendwo ein Fahrrad gefunden wird, kann man dieses Fahrrad sofort zuordnen. Ich wollte mal fragen, wo ihr herkommt. Wir kommen aus Schortens. Aus Schortens. Und was lockt Sie hier so her?
das Frühlingswetter. Wir sind bei Sonne losgefahren und ich bin noch nie hier gewesen auf dem Kiewit-Markt. Das erste Mal heute, aber wir lassen uns von dem Wetter nicht abhalten. Ich wollte mal fragen, wo Sie herkommen. Also wir kommen aus Hannover, nicht direkt Hannover, aber im Umkreis von Hannover, so 20 Kilometer von Hannover. Laatzen heißt der Ort. Was ist denn Ihre Aufgabe hier so auf dem Kiewit-Markt? Sind Sie öfters da? Das ist das allererste Mal heute. Ja, wir haben uns beworben, so dass wir hier Musik machen können wollen und dann hat das auch geklappt und dann sind wir hierher gekommen. Und so sind wir das erste Mal hier auf Tour in diesem Jahr. Wir hoffen, dass wir bald mal wiederkommen, weil es schön hier ist. The Incredible Amazing Songliner, kurz The Songliner oder nur Songliner, auch zu finden unter www.songliner.de. Sie sind ja vom FSV Jefa. Wir kaufen auch unsere Sachen hier beim Sporthaus und er hat uns empfohlen, der unterstützt uns auch für den Jugendbereich. Und so haben wir eben hier die Aktion gestartet, dass wir hier statt eine Torwand schießen, mal auf die Idee gekommen sind, mal auf eine Waschmaschine Trommel zu schießen, in dieses Loch hinein, was bedeutend schwieriger ist. Wir sind vom Borussia-Verein Florian Jefer und wir stehen hier und wollen neue Mitglieder werben und nutzen den Kiewit-Markt und das schöne Wetter, um neue Mitglieder zu finden. Und wie viele Mitglieder haben Sie zurzeit? Wir haben momentan 80 Mitglieder. Einige werfen mit Gummi und die anderen mit der Holzkugel. Frau Seemann, hallo. Wie hat es Ihnen gefallen heute, der Kiewit-Markt? Sehr gut, danke. Wir waren zufrieden mit dem Geschäft. Zum Glück hat das Wetter mitgespielt. Wir sind zwar mit einem Schauer gerade noch ein bisschen nass geworden, aber es ist ja gut geworden. Sehr schön. Haben Sie von den anderen Geschäftsleuten auch ein bisschen was gehört, wie die zufrieden waren? Dafür hatte ich ehrlich gesagt noch keine Zeit, aber ich denke, alle sollten zufrieden sein. Das glaube ich. Dankeschön.